Hallo ihr Lieben. Na, wisst ihr, wo ich bin? Habt ihr Lust, mich auf meinen Trip zu begleiten? Dann lasst doch gerne ein Abo da und nicht die Glocke vergessen, dann bekommt ihr meine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Na dann, lasst uns mal losmarschieren. Ein angelegter See in Zagreb. Der wird als Ruderstrecke genutzt. Dort hinten ist das Stadion dazu und gleichzeitig ist dort hinten noch ein Strand. Das hier sind zwei Inseln, wo sich auch ein Strand befindet. Und dort ganz hinten, mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen dichter zoomen, ist die Arena. Und Cassie, die badet hier schon ganz fleißig seit einer Stunde. Hier oben kann man Inliner fahren, Fahrrad fahren, spazieren. Dort werden die Hunde ausgeführt. So ein richtiger Freizeitpark hier. Und Cassie sucht hier erstmal Fische. So, jetzt bin ich hier im Skigebiet. Hier ist der Lift. Jetzt bin ich gleich am höchsten Punkt angekommen. Da wird jetzt gebaut. Hier sind vom Skilift die ganzen Gondeln. Und da steht der Turm, den man von unten aus Zagreb sehen kann. Also hier ist ein wunderschöner, künstlich angelegter Strand. Bin schon ganz gespannt, wenn der Rettungsschwimmer kommt und sagt, der Hund muss weg. Cassie angelt. Seht ihr das Blinken? Da wird der Fußgängerüberweg gekennzeichnet. Im Dunkeln sieht man ganz deutlich, wo die Fußgänger über die Straße gehen können. Da geht diese Bahn hoch, aber man kann sich eigentlich sparen, weil es sind wirklich nur ein paar Meter von der Ober- zur Unterstadt oder umgedreht. Für die, die gehobene Küche möchten, die können hier auch richtig edel essen. Egal, wo man hier lang geht. Schaut mal, hier hinten sieht man diesen Bärenberg. Na, schaut mal, hier gibt es noch Verkehrspolizisten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Und
Und wenn du weitere Videos sehen willst, dann kannst du hier oben in der Ecke